Anna Freinig. Ich bin Galeristin mit Galerie Anna 25 in Berlin und möchte Ihnen heute die Fotografie Nimm Platz von Holger Zimmermann vorstellen. Eine blühende Gesellschaft mit Wohlstand für alle ist und bleibt das offizielle Ziel einer jeden Kultur. Was passiert jedoch mit Orten, die nicht mehr in jene Gesellschaft und Kultur passen? Genau diese Orte sucht Holger Zimmermann auf und fotografiert sie. Es sind alte Bergwerke, Schwimmbäder und Lungenheilanstalten, die von Menschen verlassen wurden und durch Verwitterung und Zerstörung eine neue Gestalt erhalten haben. Holger Zimmermann sucht diese Orte auf und fotografiert, was von ihnen üblich ist. Es sind echte Momentaufnahmen, da Holger Zimmermann weder manuell vor Ort noch digital am Computer irgendetwas an diesen Orten ändert. So wie sie vorgefunden wurden, wurden sie fotografiert. Wie schon gesagt, möchte ich Ihnen die Fotografien im Platz von Holger Zimmermann vorstellen. Das Werk ist 2013 entstanden und ist ein Beispiel für das Vergessen in Holger Zimmermanns Kunst. Zu sehen ist eine Raumecke, in der ein Sessel steht. Die Wände des Raumes bestehen zur Hälfte aus einer braunen Holzvertäfelung. Über der Holzvertäfelung auf der linken Seite ist eine Wandmalerei zu sehen. Auch hier ist eine Waldlandschaft mit 2 bis 3 Menschen. Vielleicht eine Jagdszene. Die restliche Wand ist in einem Lindung gehalten. Hinter der Wandmalerei ist eine Flügeltür, dessen rechte Seite offen steht. Die obere Hälfte der Tür besteht aus mehreren viereckigen Glasscheiben mit vereinzelten roten. Die Decke ist mit einer weißen Holzvertäfelung bedeckt. Der Sessel steht links knapp unter den menschlichen Figuren der Wandmalerei. Es ist ein rustikaler Sessel, der mit einem beigen floralen Stoff bespannt ist. Der Holzboden wirkt verstaubt. Auf dem Boden findet sich ebenfalls mein Lieblingsobjekt der Fotografie, ein Bifi-Papier rechts vom Sessel. Dem Betrachter stellen sich einige Fragen. Wo befindet sich der Ort, für was wurde er genutzt und wo kommt dieses Bifi-Papier her? Auf letztere Frage habe ich leider keine Antwort. Ebenfalls weiß ich nicht genau, wo sich der Ort befindet, da der Künstler seine vergessenen Orte gerne geheim hält. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Ort irgendwo in Belgien oder Deutschland sich befindet. Er wurde zuallererst als Jagdschlüsschen und dann als Bordell genutzt, worauf auch die Wandmalerei und die roten Glasfenster hindeuten. Die Vergangenheit zu vergegenwärtigen. Der Betrachter bekommt einen Einblick in das gestrige, vergessene Leben, in dem er das Mobile und Verwitterte sieht. Dieses Konzept verfolgt Holger Zimmermann nicht nur in seinen Fotografien, sondern auch in seiner Malerei, bei seinen Collagen und bei seinen Pigmentdrucken. Die Malerei von Holger Zimmermann bezieht sich auf die 50er und 60er Jahre. Es sind Fotos aus der Werbung und Situationen, die aus dem Kontext enthoben wurden und für Fremde neu dargestellt. Zuallererst wirken die Bilder heiter und idyllisch. Bei genauerem Hinsehen erkennt man jedoch bei den schattenhaften und unscharfen Figuren Ungereimtheiten, die auf einen Verfall hindeuten. Der Verfall wird bei seiner Puck-Serie noch deutlicher. In dieser Serie entnimmt Holger Zimmermann Porträts aus dem Pin-Up der 50er und 60er Jahre und befremdet sie. Das Gesicht, der Mensch, der Körper ist noch zu erkennen. Jedoch wird durch die Verwendung von starker Farblichkeit und Struktur auch diese Vorlage zur Zerstörung, dem Zerfall, dem Vergessen ausgesetzt. Es wird deutlich, dass die Vergangenheit eine große Rolle in Holger Zimmermanns künstlerischem Werk spielt. Bei seinen Fotografien hält der Künstler Orte fest, wo früher Menschen gelebt und gearbeitet haben. Dies ruft beim Betrachter Erinnerungen und unbekannte Sehnsüchte hervor. Das hier vorgestellte Beispiel suggeriert mit dem Titel Nimm Platz eine Wiederverwendung dieses Ortes. Allem allen will der Künstler die Vergangenheit wieder ins Bewusstsein des Betrachters bringen. Nur nicht auf eine verschönerte Art und Weise, sondern so, wie die Vergangenheit ist. Eine Erinnerung. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne unten in den Kommentaren stellen oder auch mit dem Hashtag Holger Zimmermann auf Twitter, Instagram und Facebook. Sonst würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen hoch freuen, damit ich weiß, dass ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Sonst hoffe ich, euch bald in der Galerie willkommen heißen zu können.